Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar habe ich heute, glaube ich, auch einen ganz interessanten Duft für euch. Und zwar MyLux bei Wolfgang Job. Und dass ich diesen Duft machen kann, das liegt alleine eigentlich nur daran, dass ich das von einem Abonnenten bekommen habe. Und zwar von Knusperschoklis. Danke nochmal dafür, denn er hat mir nicht nur das geschickt, sondern auch noch... Wartet mal... Also Unmengen an, kann man das sehen? Sieht man das hier? Sieht man das hier? Unmengen an Proben hat er mir sogar dazu geschickt. Und noch einmal hier Azzaro Chrom. Können wir auch nochmal testen irgendwann. Also erstmal nochmal vielen lieben Dank dafür. Jetzt geht es aber hier zum Duft. Wisst ihr, was ich ganz interessant finde? Das ist so ein Papp... Ja, das ist so ein Deckel, so recht aus... Also sie wirkt wie so Pappe. So, ne? Also auf jeden Fall nachhaltig. Schon mal sehr gut hier an der Stelle. Wir sprühen mal rum. Oh, wir gehen auch hier rauf. Oh, frisch. Das kann ich euch schon mal sagen. Frisch. Puh, wir lassen ihn mal ein bisschen anwirken. Also was haben wir in dem Duft drin? In der Kopfnote. Wasabi, Lavendel, Blutorange und schwarzer Pfeffer. In der Herznote haben wir Wassermelone, Kardamom, maritime Düfte, sprich, das ist so eher dieses Frische angelehnt, so wie so eine Ozeanbrise, also, wenn ihr versteht, was ich meine. Und zitrische Note. Also unter zitrisch, was steht man natürlich auch? Orangen, so wie in der Kopfnote Blutorangen oder Zitronen halt, ne? Zitrische Note. Und in der Basisnote haben wir weißer Amber und Hölzer. Ja, Hölzer halt, ne? Nicht ganz Oud, ne? Nicht verwechseln mit Oud. Natürlich sind Hölzer auch, ich würde es mal sagen, so jetzt einfach Oud, aber hast du Oud, ist es natürlich viel, viel kräftiger und intensiver und seine eigene Linie. Ja, wir haben echt richtig gute Frische drin. Wir haben Frische drin, und es wirkt einfach, wie würde ich sagen, frisch geduscht. Also nicht frisch geduscht, aber doch so ein Schauer, so schön Schauergel. Und dann denkst du dir einfach, überwältigen dich einfach diese Düfte gerade. Oh, es ist sehr schwer gerade zu beschreiben. Ja, aber es kommt hier schön richtig rüber, dieses... diese Zitrusnoten, die sprudeln hier so rein. Dieses frische, wie jetzt, wenn du draußen bist, jeder war bestimmt schon mal von euch am Meer. Ob es nun irgendwo im Ausland ist oder an der Ostsee, Nordsee. Manchmal hat man einfach dieses Frische, dieses, was da auf einen so zukommt, ne? Und so wirkt das einfach auch, finde ich, für mich. Daher finde ich das eigentlich schon echt, echt richtig nice. Man hat auch dieses, man merkt auch dieses, jetzt wenn er hier ein bisschen ist, leicht dieses von dem, ich nenne es mal Florein, dieses Lavendel rüber. Leichte pfeffrige Note. Tatsächlich, finde ich, riecht man das jetzt, wenn das hier so ein bisschen drauf ist. Wassermelone habe ich natürlich noch nicht entdeckt für mich. Aber ein richtig, richtig nicer Duft, muss ich sagen. Ja, gefällt mir eigentlich sehr gut. Kann ich eigentlich auch schon gleich auftragen hier. Zack. Bin ich für den Tag gewappnet. Mit dem MyLux von Wolfgang, oder bei Wolfgang Job. Entschuldigung, nicht von bei. Ich hatte, glaube ich, irgendwo schon mal gelesen. Hatte ich das schon mal gelesen oder irgendwo gehört? Dass es auch so in Richtung Creed gehen soll, Aventus, finde ich jetzt nicht ganz so. Da finde ich, der Jaguar kommt da dem sehr, sehr nah ran. Aber ansonsten ein schöner, frischer Duft. Und tatsächlich, das ist jetzt ja, ich glaube 30 Milliliter war das hier.
Lass mich nochmal schnell gucken. 30 Milliliter Flasche, ja. Habe ich den günstigsten jetzt so bei 9,99 gefunden. Kommt allerdings auf Versand zu. Bist du dann auch schon bei 14 Euro? Dann kann ich dir, nur, also wenn du dich dafür interessierst und du denkst, das ist was für dich, probier ihn aus. 9,99 der kleine. Der 100er aber allerdings kostet, habe ich gesehen, ich glaube 16,99. Kein großer Unterschied, deswegen würde ich, glaube ich, eher den größeren kaufen. Aber das muss halt jeder für sich selbst ausmachen. Um zu testen, natürlich den kleinen auf jeden Fall. Sonst. Ach, was ich noch sagen wollte, finde ich auch eigentlich von der Aufmachung hier vorne recht interessant. Ne? My Look, so bumm, einfach raufgeklatscht, wie jeder es halt so will, sein Look. So, mehr habe ich dann auch zu diesem Video oder zu dem Duft nicht mehr zu sagen. Außer nochmal herzlichen Dank an Knusperschoklis dafür und für die ganzen Tester und den anderen Duft. Und ich verabschiede mich von euch, wünsche euch ein schönes Wochenende oder ein Restwochenende. Heute ist ja schon Samstag. Bis dahin, bleibt dufte. Ciao, ciao.